Hi Leute, herzlich willkommen hier beim Schachpanda, dem Kanal, um einfach besser Schach zu spielen. Heute habe ich hier wieder eine User-Analyse für euch, und zwar vom Hassan. Viel Spaß damit! Ja, der Hassan hat mir eine nette, ausführliche Mail geschickt und mich gebeten, eine seiner Partien von der deutschen Schach-Online-Liga zu kommentieren. Bedenkzeitmodus war hier 45 Minuten plus 15 Sekunden. Das heißt, hier mal eine etwas langfristigere Partie. Und ja, DWZ-mäßig sind wir hier so im Bereich bei knapp über 1000 DWZ. Und ich schau mal, ob ich hier noch ein paar wertvolle Tipps und Tricks geben kann. Ansonsten nur als Hinweis, wenn ihr mir eine User-Analyse schickt, schreibt mir auch gerne einen Text dazu mit euren Gedanken. Da kann ich sonst nochmal drauf eingehen. Springer F3, D5. Ja, der Hassan hat mir auch geschrieben, dass er hier dieses Zuckertortsystem öfter spielt. Kann man auf jeden Fall machen als Weißer. Es ist jetzt nicht der alleraktivste Aufbau, aber es ist solide und man kommt zumindest erstmal in eine spielbare Stellung. E6, Läufer D2. So, beide Seiten entwickeln sich hier ganz normal. Da weiß ich natürlich hier relativ passiv erstmal aufbaut, hat Schwarz hier viele Möglichkeiten, sich aufzubauen. Und ich würde euch auch als Anfänger empfehlen, nicht zu viel Zeit in die Eröffnung zu investieren. Deswegen finde ich hier den Ansatz vom Hassan gar nicht so schlecht, erstmal irgendwas Spielbares zu wählen, wo man nicht viel Theorie braucht. D4. Dame E7, ja. Was sind hier so die weißen Pläne in der Stellung? Weiß wird sicherlich irgendwann C4 spielen wollen. Und vielleicht irgendwann mal einen Springer nach E5 stellen. Und dann muss man mal schauen, was Schwarz hier macht. Dame E7 ist so ein Zug, da bleibt man relativ flexibel als Schwarzer. Man kann noch kurz rochieren, aber auch lang. Und das ist oft gar nicht so schlecht, erstmal flexibel zu bleiben. Springer D2 macht Sinn. Springer B4. Ja, Schwarz wird jetzt gleich mal aktiv und greift diesen C2 an. Aber der wollte eh vor und deswegen spielt die Hassan vollkommen richtig C4. Also bis hierhin noch nicht viel passiert. Und jetzt ja, fängt Schwarz hier an, das sehr interessant zu machen. Spielt erstmal C6. Und ja, Hassan gefällt jetzt dieser Springer hier nicht so. Das kann ich verstehen. Der nervt natürlich so ein bisschen. Und deswegen spielt Hassan hier A3. Durchaus vernünftig. Die andere Idee ist zu sagen, mein Gott, was macht er da schon? Eigentlich steht er da eher schlecht. Nach C2, was soll er da? Da spiele ich einfach Turm C1. Und ich mache hier einfach weiter mit Springer E5. Und dann spiele ich vielleicht den anderen Springer nach F3 oder vielleicht auch F4 und habe hier verschiedene Ideen. Also Hassan spielt jetzt hier A3. Schwarz spielt jetzt sehr interessant hier, Läufer C2. Darauf folgt damit C1. Und jetzt spielt Schwarz Läufer D3. Ja, jetzt hängt der Läufer auf E2. Und ja, was soll Weiß hier groß machen? Dame E1, um den zu decken, geht nicht, wegen Springer C2 und eine Gabel. Dame D1 könnte so ein stilles Remis-Angebot sein, weil dann könnte auch Schwarz auch wieder Läufer C2 spielen. Und ja, da man das hier als Weiß natürlich nicht unbedingt will, hier so früh ein Remis, nimmt Hassan den jetzt raus. Aber das führt natürlich jetzt hier zu so einem Abtausch von einer ganzen Menge Figuren. Damit C2 und Schwarz tauscht jetzt auch noch weiter ab. Ja, jetzt haben wir uns hier zwei Leichtfiguren entledigt. Und tendenziell kommt das Schwarz ein bisschen mehr zugute, denn Schwarz hat ein bisschen weniger Raum. Und bei weniger Raum möchte man gerne eher Figuren abtauschen, damit die Figuren da nicht so beengt rumstehen. Schwarz spielt jetzt hier B6. Und jetzt spielt, also bisher kann ich hier nichts groß bemängeln. Hassan hier tauscht jetzt hier auf D5. Und das ist der erste Zug, den ich hier so ein bisschen ja leicht kritisieren möchte oder zumindest hier eine Anmerkung habe. Diese Zentrumspannung, die gibt man eigentlich ungern auf, denn Schwarz, also sagen wir, man macht jetzt einen anderen Zug, zum Beispiel B4. B4 bereitet hier C5 vor und wenn Schwarz hier nimmt, dann kann ich hier wunderbar mit dem Springer zurücknehmen und kriege jetzt hier
wunderbar Druck gegen den C6. Jetzt habe ich hier so einen, ja, im Prinzip rückständigen Bauern, der nicht gedeckt ist durch einen anderen Nebenbauern, und C5 wird auch nicht gehen, und da könnte ich mich wunderbar draufstellen. Das heißt, Schwarz will hier auch nicht tauschen, und deswegen ist das so ein Moment, wo eigentlich nur Weiß entscheidet, ob er tauscht oder nicht. Und wenn man hier tauscht, dann sollte man auch gute Gründe dafür haben. Und das hat Weiß hier gerade noch nicht. Es gibt keinen guten Grund, hier auf D5 zu tauschen. Deswegen als erster kleiner Hinweis, lieber Hassan, wenn da so eine Zentrumsspannung vorliegt, überlege dir, ob das sinnvoll ist, die selbst aufzulösen. In diesem Fall halte ich es nicht für sinnvoll. Es hilft eher Schwarz. Ja, Schwarz könnte jetzt sowohl mit dem C-Bauern wieder nehmen, als auch mit dem E-Bauern. Strukturell ist es wahrscheinlich einfacher, so wiederzunehmen. Und danach irgendwie besetzen dann beide die C-Linie. Schwarz entscheidet sich jetzt so wiederzunehmen. Das kann man auch machen. Allerdings wird jetzt der C6 schwach. Der muss dann irgendwann vorgehen nach C5. Und dann erhalten wir eine andere Bauernstruktur. Hassan springt jetzt hier direkt rein. Das ist gut. Greift sofort diesen C6 an. Und der geht jetzt vor. Und ja, jetzt tendenziell, wenn Weiß hier mal irgendwann tauscht, könnten hier hängende, also jetzt geht es natürlich nicht, weil der Springer hier hängt, aber hier könnten mal hängende Bauern entstehen. So, ja, wie mache ich jetzt weiter als Weißer? Hassan geht jetzt hier zurück, und das ist auf jeden Fall sehr inkonsequent. Also wenn ich hier nach vorne gegangen bin, nach E5, dann will ich diesen Springer da auch festigen. Wie kann ich das machen? Ich könnte zum Beispiel hier Springer F3 spielen und den einfach nochmal decken mit dem Springer. Hat den kleinen minimalen Nachteil, dass ich dieses Feld freimache für den gegnerischen Springer. Allerdings könnte ich dann versuchen, mit meinen Türmen hier in die Mitte zu gehen und Druck gegen diese Bauern zu machen, die bald vielleicht hängend werden. Oder wenn Schwarz hier tauscht, dann kriegt er sogar hier einen Isolani. Aber zumindest hätte ich dann einen klaren Plan. Mich einfach erstmal in die Mitte stellen und dann gucken, je nachdem, welche Entscheidung getroffen wird, welche Bauernstruktur da entsteht. Aber die Türme werden hier in der Mitte richtig stehen. Ja, hier zurückgehen, das ist jetzt hier ein bisschen inkonsequent. Damit habe ich jetzt einfach zwei Züge verloren. Schwarz rochiert. Und jetzt spielt Hassan A4. Das finde ich eigentlich einen guten Zug. Es sieht, er schwächt so ein bisschen das Feld B4. Allerdings hat er auch einen großen Vorteil. Dame und Läufer hier zusammen, die sind hier so gegen A3 gerichtet. Und mein Problem ist, dass dadurch im Prinzip Dame und Turm immer daran gebunden sind, weil ich kann jetzt den Turm nicht wegziehen, weil Schwarz dann einfach hier nehmen kann und danach hängt der A3. Und deswegen ist es hier sehr vernünftig, A4 zu spielen, die Bauern von Schwarz, von den schwarzen Feldern zu nehmen, dass der Läufer die nicht mehr angreift. Vielleicht kann man auch irgendwann mal A5 spielen, deswegen A4 gefällt mir hier sehr gut. Schwarz spielt jetzt damit C7. Ja, was sollte Schwarz hier machen? Tendenziell ist es hier auch richtig, die Türme in die Mitte zu stellen. Und dann wird der Springer mal irgendwann hier reingehen. Das sind so die typischen Züge, die man in dieser Struktur spielt. Springer hier rein, Türme in die Mitte und dann mal gucken, ob man vielleicht mit diesem Springer hier vorne und dem Läufer und vielleicht auch mal irgendwann F5, ob man doch nicht mal so eine Art kleinen Königsangriff starten kann. Währenddessen muss man natürlich gucken, dass die eigenen Bauern hier nicht schwach werden. Das ist hier zumindest etwas, was Schwarz machen kann. Damit C7, ja, die Dame in der C-Linie, die fühlt sich nicht so wohl und das werden wir auch gleich sehen. Er greift zwar kurz H2 an, der ist zwar noch gedeckt, aber gut, Hassan spielt schon mal prophylaktisch H3, um auch mal Springer G4 zu verhindern, kann man hier sicherlich machen. Turm E8 geht in die halboffene Linie und jetzt geht, ja, Hassan hier in die D-Linie, in die C-Linie und jetzt erkennt Schwarz, oh, da steht meine Dame wirklich nicht so gut, geht nach D7 und da bietet sich sofort der nächste Zug an, sehr gut, den Turm hier in die D-Linie. Und schon wieder stehen sich Turm und Dame indirekt gegenüber, erkennt Schwarz und spielt Dame E7. Ihr seht, auch Schwarz verschenkt hier jetzt ein bisschen Zeit. Allerdings, ja, wenn ihr wollt, guckt mal, Schwarz hat hier wieder eine nette Drohung. Haltet das Video an und sucht die Drohung, wenn ihr wollt. Ich verrate es euch. Er hat jetzt wieder hier diese Gegenüberstellung und droht wieder auf auf A3 reinzukommen. Das heißt, wenn jetzt Weiß nichts macht, G3 spielt, dann kann Schwarz hier einfach
nehmen. Gut, jetzt kann auch die Dame wieder nehmen. Vielleicht ist es noch ist es vielleicht gar nicht ganz so wild, aber zumindest droht es mal irgendwann. Und deswegen spielt jetzt hier Hassan Dame A2. Sieht komisch aus. Aber ja, wo soll die Dame hin? Nach C2, dann kriege ich das Problem, dass sie da in der C-Linie mal verkehrt steht. Deswegen ganz so komisch, wie es ist. Der Zug sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen unnatürlich ist er, aber ich verstehe ihn. Schwarz hüpft jetzt hier rein, macht Sinn. Und ja, was soll Weiß machen? Dieser Springer ist ein Riese auf E4 und den tauscht er jetzt raus. Das ist absolut richtig. Jetzt nimmt die Dame hier wieder. Und ja, jetzt entscheidet sich Hassan, seine Dame zurückzuholen. Auch absolut richtig. Seine Dame steht jetzt hier auf jeden Fall verkehrt. Und die muss wieder zurück ins Spiel. Dame C2. Es ist noch eine relativ ausgeglichene Stellung. Aber mit diesem Bauern hier, Weiß kann irgendwann mal auf C5 nehmen und kann hier Druck machen. Weiß hat zumindest einen Plan. Und ja, jetzt spielt Schwarz wirklich einen positionellen Fehler. Er nimmt jetzt hier auf D4. Und da kann jetzt Hassan hier einfach mit dem Turm wieder nehmen. Und jetzt hat hier Schwarz einen isolierten Bauern. Und Weiß kann sofort Druck machen dagegen. Wenn ihr wollt, schaut euch auch mal mein Video an, wie man gegen den Isolani spielt. Man will den vor allem blockieren. Und den hat man hier super blockiert. Und kann jetzt hier wunderbar schon gegen diesen Bauern spielen. Und das war unnötig. Also Schwarz ist ja überhaupt nicht gezwungen, diesen Bauern zu nehmen. Stattdessen könnte er seinen Turm hier nach D8 oder nach C8 stellen und auch erstmal abwarten und sagen, was machst du eigentlich, Weißer? Ich verbessere hier auch meine Stellung und ich möchte hier gar nicht das Ganze aufheben. So wie es gerade steht, ist es für Schwarz eigentlich ganz gut, die Bauern. Ich möchte da jetzt gar nicht groß die Bauernstruktur ändern. Und ja, also hier dieses Nehmen, das führt auf jeden Fall so einfach unnötig zu diesem Isolani, der schwach wird. Dame E6. Ja, und wenn ihr wollt, haltet jetzt auch mal wieder das Video an. Hier hat jetzt Weiß direkt eine Taktik, mit der er mindestens einen Bauern gewinnt. Und das hat Hassan auch gesehen. Ich verrat's euch. Springer G5. Greift die Dame an und H7. Und die Dame muss sich aber auch gleichzeitig um D5 kümmern. Und das kann sie nicht alles tun. Also jetzt müsste sowas kommen wie Dame G6. Und dann kann man einfach die Dame tauschen. Und diesen Bauern mitnehmen und hat hier einfach erstmal einen soliden Mehrbauern. Und steht super, super aktive Türme. Ja, Schwarz entscheidet sich stattdessen, den D5 zu decken mit Dame E5, aber gibt diesen H7. Und das ist natürlich super gefährlich. Jetzt kommt die Dame da hinten rein. König F8. Jetzt hängt der Springer hier und deswegen zieht Hassan den einfach zurück. Springer F3. Vollkommen richtig. Dame E6. Ja, jetzt hat man hier einen Bauern mehr als Weißer. Und steht hier einfach besser. Schwarz hat keinen richtigen Plan, hat keinen richtigen Angriff. Die Türme stehen jetzt hier eher verkehrt. Und ja, insbesondere hat Schwarz die Stellung hier auch einfach viel zu früh aufgemacht, ohne dass, wenn er wenigstens die C-Linie hätte, könnte er überhaupt nicht habe was. Jetzt spielt Hassan hier Dame H8 und nimmt noch diesen G7 mit. Kann man sicherlich machen. Allerdings kriegt Schwarz jetzt so kleine praktische Gegenchancen, denn es folgt Turm G8 und Schwarz kommt in die offene G-Linie, Dame H7 und der deckt immerhin Gott sei Dank den H3, dass nicht mal Dame H3 unangenehm wird, aber zumindest hat Schwarz jetzt was, worauf er spielen kann und deswegen kann man sich hier durchaus überlegen zu sagen, ja, ich kann zwar den G7 mitnehmen, aber warum sollte ich das jetzt tun? Damit helfe ich dem König fast nur in bessere Positionen zu kommen und helfe Schwarz hier aktiv zu werden. Wieso gehe ich nicht einfach lieber erstmal weiter auf den D5 drauf? Den kann Schwarz auch nicht decken und hole mir erstmal den D5 ab und Dame H8 läuft mir nicht weg. Das zumindest so als Überlegung. Also natürlich ist Dame H8 trotzdem ein guter Zug, weil es einfach trotzdem funktioniert hier alles und das Gegenspiel nicht so wirklich gefährlich ist. Trotzdem gerade in so einer je nachdem, wie die Bedenkzeit ist, aber manchmal macht es eben Sinn, den Gegner so eine praktischen Chancen gar nicht zu geben. Dame H7. Jetzt läuft der König hier in die Mitte. Ja, und jetzt geht Hassan auf diesen D5 drauf. Also das macht er hier bisher sehr, sehr gut, diese Partie. Und jetzt fällt dieser D5. Denkt man, König zu 6 deckt jetzt diesen D5. Und jetzt spielt hier Hassan Dame C2 und gibt einen Schach und vertreibt diesen König. Ja, wenn ihr wollt,
sucht mal hier eine stärkere Fortsetzung, wer weiß. Ich verrat's euch. Ich meine, Hassan hat ja schon die ganze Zeit darauf gespielt. Man muss jetzt natürlich mal kurz gucken, was passiert, wenn ich hier nehme. Also materiell ist das jetzt, gebe ich zwei Türme für die Dame und das ist eigentlich nicht so gut. Die Türme sind besser als die Dame meistens, aber es hat hier ganz konkrete Gründe und hier muss ich eben noch ein bisschen weiter rechnen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter rechne, sehe ich vielleicht, dass das hier zum Matt führt. Es ist nicht so einfach. Ich zeige euch eine Variante, die könnt ihr selber vielleicht berechnen. König C6 sieht natürlich aus, als mal wieder zurücklaufen, läuft aber in ein Matt in 2. Wenn ihr wollt, haltet die Partie wieder an und sucht mal das Matt in 2. Weiß am Zug, setzt Matt in 2. Ich verrat's euch. Springer D4 Schach. Der König hat nur ein Feld, der muss nach C5 und damit C4 ist Matt. Das andere Matt ist ein bisschen kompliziert nach Dame E4. Ist ein bisschen komplizierter, kann man erstmal Dame E6 Schach geben. Wenn der König interessanterweise jetzt vorgeht, gibt es wieder ein sehr schönes Matt, ein sehr, sehr schönes Mattbild. Dame C4 ist sofort matt. Auch nicht so einfach zu sehen, finde ich, dass das schon direkt matt ist. Und ja, Läufer E5, interessanterweise ist dann Dame C6 hier das schnellste. Zeigt mir jetzt der Computer hier an. Dann kann man jetzt hier G4 spielen und dann opfert sich da der Turm. Es wird auf jeden Fall matt. Möchte ich jetzt auch gar nicht auf alle, also bis das dauert noch 2-3 Züge. Aber genau, hier hätte man auf D5 nehmen können. Allerdings, ja, Dame C2 macht natürlich ja auch Sinn. Jetzt folgt Läufer C5. Ja, und der geht jetzt in die Fesselung rein. Und deswegen kann man jetzt hier B4 spielen. Sehr gut gemacht von Hassan. Allerdings muss man eine Sache gesehen haben. Nämlich jetzt folgt Dame H3. Und jetzt sind wir da bei den schwarzen Gegenchancen. Und das muss man eben vorher einmal gesehen haben, dass das zwar gefährlich aussieht, weil auf G2 matt droht, aber man hat zwei gute Verteidigungszüge. Und zwar wählt Hassan einen von ihnen. Springer H4, der Springer ist gedeckt durch den Turm und der Turm ist auch nicht angegriffen durch den Läufer, weil der Läufer gefesselt ist. Ist ein Zug. Der andere Zug ist Springer E1, macht das gleiche. Das deckt den G2 und ja, deckt das matt solide. Springer H4 hat noch einen gewissen Vorteil, weil auf Springer E1 könnte man mal denken, dass irgendwas in der H-Linie passiert. Das geht allerdings natürlich nicht so einfach, weil die Dame noch hängt. Aber Springer H4 macht schon mal die H-Linie zu. Also ist praktisch vielleicht auch fast der bessere Zug als Springer E1. Ja, was soll Schwarz jetzt machen? Jetzt fällt noch der C5. Turm G7, ja, mit der Hoffnung, sich noch zu verdoppeln und vielleicht auf G2 was zu machen. Weiß nimmt hier, Schwarz nimmt zurück, Hassan nimmt den noch raus. Ja, und jetzt geht es dem Ende entgegen. Turm H8, um doch noch mal in der H-Linie was zu machen. Aber jetzt ist hier schon forciert matt. Wenn ihr wollt, sucht das matt. Matt in 3, weiß am Zug. Ich verrate es euch, Hassan hat es auch gefunden. Dame C5, König B7, Turm D7 Schach. Achso, hier wäre es sogar noch ein bisschen schneller gegangen. Hassan hat jetzt Turm D7 gespielt, ein bisschen schneller als hier noch Turm B1 Schach. Egal, ob er nach hier oder nach hier geht. Also wenn Weiß jetzt nach hier geht, ist interessanterweise Dame C6 schon matt. Keine Felder mehr. Und wenn er nach hier geht, ist genauso damit C6 matt. Also Turm B1 wäre noch ein bisschen schneller gewesen. Turm D7 führt auch zum matt, aber Weiß kann auch seine Dame opfern. Jetzt kommt König B8. Dame schlägt A7. Und Dame B7 matt. Ja, eine wirklich sehr tolle Partie von Hassan. Lichess sagt mir hier, kein Fehler und kein Patzer, nur 4 Ungenauigkeiten. Und das bei einem Niveau von gerade mal über 1000 DWZ, das ist schon überragend. Also das finde ich wirklich überragend. Ganz starke Partie von dir, Hassan. Vielen Dank, dass du sie mir geschickt hast. Ich gehe nochmal ganz kurz durch und möchte dir nochmal kurz die Sachen mitgeben. Also wie gesagt, Eröffnung finde ich hier absolut in Ordnung. Also die erste, auch hier kannst du nicht viel machen, das ist alles in Ordnung. Die erste Sache, die ich dir mitgeben möchte, gib nicht zu früh die Zentrumspannung auf. Gerade wenn es unnötig ist. Schau lieber, dass diese Zentrumspannung aufrechterhältst und im richtigen Moment auflöst, wenn du auch was davon hast. Auch das. Und hier die zweite Sache, die ich dir mitgeben möchte, spiel konsequenter ein bisschen. Also sonst die Partie war sehr konsequent, aber hier, wenn der Springer hier hinhopst, dann versuch ihn da auch vielleicht zu befestigen. Hier verlierst du jetzt einfach ein Tempo. A4, guter Zug.
Auch das war hier gut gemacht. Die Türme in die Mitte, alles sehr gut. Dame A2 auch sehr gut gesehen. Und jetzt spielst du jetzt auch hier, spielst du sie alle super weiter. Du siehst die Taktik mit Dame H7. Und ja, den Rest spielst du ja auch einfach sehr souverän. Du holst dir noch den G7 ab. Und jetzt gehst du auf den D5 drauf. Und ja, hier gibt es natürlich noch eine nette, schöne kleine Taktik. Wo, ja, deswegen die dritte Sache, die ich dir einfach mitgeben würde, was auf diesem Niveau einfach immer hilft, ist, mach weiter Taktiktraining. Taktik, Taktik, Taktik. Es lohnt sich. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe in dieser Partie von dir, lieber Hasan, viel Potenzial gesehen und denke, da kannst du echt noch sehr viel erreichen. Und hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das 1000 DBZ ist, hätte ich gedacht, das sind hier 1500 oder irgendwas. Also Respekt, starke Partie, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Und ja, kommentiert die Partie auch gerne. Lasst mir einen Kommentar da, was ihr zu der Partie meint. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und ich euch bald wiedersehe auf meinem Kanal. Bis bald, macht's gut, euer Schachpanda.